Lesung aus dem Buch Joel. Legt Trauer an und klagt, ihr Priester. Jammert, ihr Diener des Altars. Kommt, verbringt die Nacht im Trauergewand, ihr Diener meines Gottes. Denn Speiseopfer und Trankopfer bleiben dem Haus eures Gottes versagt. Ordnet ein heiliges Fasten an. Ruft einen Gottesdienst aus. Versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes beim Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn, weh, was für ein Tag. Denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt mit der Allgewalt des Allmächtigen. Auf dem Sion stoßt in das Horn, schlagt Lärm auf meinem heiligen Berg. Alle Bewohner des Landes sollen zittern, denn es kommt der Tag des Herrn. Ja, er ist nahe. Der Tag des Dunkels und der Finsternis. Der Tag der Wolken und Wetter. Wie das Morgenrot, das sich über die Berge hinbreitet, kommt ein Volk, groß und gewaltig, wie es vor ihm noch nie eines gab. Und nach ihm keines mehr geben wird, bis zu den fernsten Geschlechtern. Zum Glück ist das jetzt kein Evangelium, dass wir dann am Ende sagen müssten, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Trotzdem ist es Wort Gottes. Es ist ein neuer Abschnitt, der uns hier vorgestellt wird aus dem Propheten Joel, ein sehr kunstvoller Text, der so ein bisschen zusammenfasst, was die gesamte Botschaft des Buches Joel ist. Der Text ist auch ein bisschen zerstückelt, einige Verse herausgenommen. Es ist einerseits dieses Bewusstsein, der Tag des Herrn kommt und der wird nicht das sein, was wir uns vielleicht vorstellen oder wird nicht so eine großartige Sache sein. Und andererseits aber das Bild eines großen Volkes, das Morgenrot, das sich ausbreitet. Groß und gewaltig wird dieses Volk sein und es wird kein größeres geben. Ich habe diese Lesung gewählt, weil sie ein bisschen oder vielleicht sehr unsere Zeitsituation widerspiegelt. Ich glaube, dass es niemanden gibt, der die Nachrichten hört und sich denkt, das ist ein Paradies. Wir hören von manchen Kriegen. Präsent ist vielleicht nicht einmal mehr so sehr die Ukraine. Da haben wir uns schon gewöhnt. Jetzt der Krieg in Palästina. Viele andere Kriege, die gar nicht zu Wort kommen, die irgendwo untergehen. Da könnte man glauben, und es sind nicht wenige, die das auch tun, die Welt ist am Untergehen, Weltuntergangsstimmung. Und da passt dieser Text. Der einzige, für mich sehr entscheidende Unterschied ist, dass dieser Text im Zusammenhang mit Gott steht, mit dem Tag des Herrn, mit dem, was wir als Ende oder Übergang oder auch Gericht bezeichnen. Gericht ist im Sinn von zurecht richten. Und unser Weltuntergangsszenario, das wir erleben, oft sehr, sehr wenig mit Gott zu tun hat. Ich weiß es nicht, wie viele wirklich innerlich auch trauern, jammern. Ich habe gestern, keine Ahnung woher, ein Bild über WhatsApp bekommen, wo der Papst die Hände vor das Gesicht zusammenschlägt und ich weiß gar nicht, ob er auch jetzt weint, aber wo einfach auch deutlich wird in dem Bild, da ist jemand trotz aller Hoffnung zutiefst verzweifelt. Ich weiß es nicht, ob wir bewusst auf etwas verzichten und anderen geben. Hier heißt es heiliges Fasten. Ich weiß es nicht, ob wir Gottesdienste feiern für den Frieden oder ob unser Leben so weitergeht in der Hoffnung, dass sich dieser Flächenbrand nicht noch weiter ausbreitet. Das heißt, hier schreit zum Herrn. Ich weiß es nicht, ob unser Gebet ein inniges Schreien ist.
eine sehr klare Aufforderung, das, was wir erleben, bewusst auch vor Gott zu bringen. Und dann den Blick auf den zweiten Teil nicht zu verlieren, wie das Morgenrot, das kommt, dazu tragen wir nichts bei, das sich ausbreitet, die Hoffnung auf ein Volk, und zwar nicht ein bestimmtes Volk, sondern die Menschheit letztlich, groß und gewaltig, die wieder hergestellt wird in einer Weise, gereinigt, gesühnt, verherrlicht von Gott her, dass es nichts Größeres geben kann. Da möchte ich einladen, dass wir, wenn wir heute Nachrichten hören oder sie vielleicht auch gar nicht mehr hören wollen, dass wir bewusst immer wieder diesen Unfrieden, diese Konflikte, die nie nur einseitig sind, dass wir die vor Gott tragen. Mit Beten, mit Flehen, mit vielleicht auch Zeichen der persönlichen Umkehr, aber auch des Teilens mit anderen, sodass am Ende Friede werden kann.